Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sampler 3 Box von 187 Straßenbande. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Sampler 3 von der 187 Straßenbande, so sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Und zwar haben wir hier eine schwarz-weiße Metallbox und das Spannende an diesem Release, das im Jahr 2015 erschienen ist, was die meisten nicht wissen, es gibt von dieser Box, von der Sampler 3 Box, zwei Versionen. Und zwar gab es eine ursprüngliche Version, die relativ schnell ausverkauft war. Das war so die eigentliche Version oder die Originalversion, und nachdem die eben sehr schnell dann vergriffen war, hat man sich damals aufgrund der hohen Nachfrage überlegt, das Ganze ein zweites Mal aufzulegen, und die zweite Box hat dann eine kleine Differenzierung von der ersten Box gehabt. Dazu kommen wir gleich noch. Wir schauen uns die Box mal von außen an. So sieht das aus, in schwarz und weiß designt, der Sampler, lesen wir hier, 3. Dann haben wir in der Mitte groß 187 Straßenbande, dann hier zwei mehr oder weniger Totenköpfe oder Masken hier mit Bandana und Cap, haha, also das für High und Hungrig bzw. Hansestadt Hamburg. Und dann haben wir diverse Symbolik aus der 187 Straßenbande, also so wie wir es kennen, dieser Knochen, diese Knochenhand, dieser Mittelfinger, der Dreier, 187. Und hier dann diverse Ornamente und Schnörkel. Dieses Design zieht sich hier auf allen Seiten durch. Richtig geil gemacht. Und auf der Rückseite lesen wir dann, was sich in der Box befindet. 2 CD Premium Edition, Bonus EP, 187 Anhänger, Flagge, 2 Sticker und Fotoheftchen. Dann haben wir hier noch Credits und Barcode. Und genau hier am Inhalt sieht man, um welche Edition es sich handelt. Diese Box ist die ursprüngliche Box, also die streng limitierte erste Auflage, denn die zweite Auflage, die zweite Box, also die Re-Edition, hatte dann zusätzlich zu diesem Inhalt hier noch Patches mit dabei, solche Aufnäher, und die sind eben in der regulären Box oder in der ursprünglichen Box nicht dabei gewesen. Gut, wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Fotoheftchen, dann haben wir hier Sticker, 2 Stück. Dann haben wir Sampler 3, die Bonus-EP. Das Album an sich. Dann die Kette bzw. der Anhänger. Und dann haben wir hier noch die Fahne. Die Box von innen metallic, also die ganze Box aus Alu. Und man sieht auch, dass hier der Deckel und auch diese Elemente hier an der Seite gestanzt bzw. eingeprägt wurden, also das Ganze hier wirklich gut spürbar. Schöne Box. Und nachdem hier sehr viel noch in Folie bzw. mit Luftpolsterfolie verpackt ist, werden wir die einzelnen Bestandteile mal herausholen. Und zwar haben wir hier einmal die Halskette. So. Also einmal die Kette, dann haben wir einmal die Fahne, dann die CD bzw. das Album an sich, und dann noch die Bonus-EP, diese ebenfalls in Plastik verschweißt. So. Nachdem wir jetzt alles aus der Folie befreit haben, starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das aus. 187 Straßenbande.
vom Design her ähnlich wie das Boxdesign, wie der Boxdeckel, allerdings genau umgekehrt. Also auf der Box, wir erinnern uns, war das Ganze hier in schwarz und hellgrau und hier genau umgekehrt, also hellgrau und schwarz. Der Sampler 3 lesen wir hier wieder, 187 Straßenbande. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier haben wir noch ein Hanfblatt und zwei Discs stehen. Auf der Seite lesen wir auch 187 Straßenbande Sampler Nummer 3. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 17 Tracks an der Zahl. Jede Menge verschiedene Interpreten, natürlich die 187er selbst, aber wir haben dann auch Features von Hasuna, Contra K, Momo und ich glaube, ja genau, Hannibal. Also das so die mehr oder weniger Fremdfeatures, produziert von Jam Beats bzw. PMB, also Play My Beats, Track 4 und die Cuts von DJ Chino. Credits, und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal das Booklet bzw. einen Einleger. Also hier haben wir die Mitglieder der 187 Straßenbande. Und hier lesen wir noch Ruhe in Frieden Faruk. Und dann haben wir noch das Krokodil abgebildet. So sieht dann die Album-CD aus. Und dann haben wir noch eine zweite CD. Und zwar ist das in diesem Fall die Instrumental-CD. Also beides in dieser Optik, wie auch schon das Cover bzw. der Boxdeckel. Jetzt müssen wir das Ganze hier wieder reinbauen. So. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir dann auch wieder die 187 Straßenbande mit Pistolen auf uns gerichtet. Zusätzlich zu diesem Album und den 17 Tracks haben wir dann noch eine Bonus-EP. So sieht das aus, 187 Straßenbande Sampler 3 Bonus-EP. Und hier sehen wir eine Schulter, einen Rücken, der hier gerade mit dem 187 Straßenbande Logo gebrandmarkt wird. Sieht ziemlich schmerzhaft aus. Und hier haben wir 6 Tracks an der Zahl. Und auch hier haben wir wieder diverse Fremdfeatures, nämlich Omic K, Nate 57, Kaputz und Schwaber Alltag. Ansonsten alle aus dem 187 Straßenbande Camp. Die CD sieht so aus, also auch hier wieder dieses Metall-Logo, dieses Brandmark-Logo. Und das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Dann haben wir, wie auch schon bei der High und Hungrig 1 Box, so ein kleines Fotoheftchen in schwarz. So sieht das aus. Hier lesen wir noch Support Hamburg und eine Frau, die mit ihren Fingern das 187 Logo macht oder die Zahlen. Kleines kompaktes Fotoheftchen hier mit diversen Eindrücken, mit diversen Fotos der 187er. Nette Draufgabe. Dann haben wir zwei Sticker mit dabei. Und zwar einmal diesen hier, 187 Straßenbande, facebook.com/187straßenbande. Und dann noch diesen hier, High und Hungrig, in schwarz und grün quadratisch. Und auch hier die Facebook-Adresse der 187er angeführt. Dann haben wir eine Halskette, also die Halskette, wie die meisten Halsketten hier, ganz schlicht gehalten. Wir haben hier oben einen Verschluss und mit diesem auch das Ganze größenverstellbar. Und dann haben wir hier unten diesen Anhänger hier, 187 Straßenbande, Metallanhänger. Richtig fett das Ding, also echt groß. Ihr seht es ungefähr so, also passt gut in meine Handfläche. Und das Ganze eben mit dieser Kette dann um den Hals zu hängen, sieht auf jeden Fall heftig aus. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine Fahne. Und diese sieht dann wie auch schon das Design der Box aus.
Und zwar, wenn wir das Ganze jetzt mal kurz etwas höher machen, dann sieht man das auch besser. Also, wir haben hier in der Mitte groß 187 Straßenbande stehen und dann hier eben rund um dieses Design 1 zu 1 wie der Boxdeckel. So sieht das aus. Das Ganze einseitig bedruckt. Und dann haben wir in allen, nein, nicht in allen, in den oberen beiden Ecken hier solche Metallringe, solche Metallösen eingenäht. Bedeutet, mit Hilfe dieser Metallringe könnt ihr dann natürlich hier eine Schnur, ein Seil durchmachen und diese Fahne dann aufhängen. Sehr schön. So, wie gesagt, die Patches waren dann in der zweiten Version, die ich euch auch da mal vorstellen werde, aber diese Box eben die ursprüngliche Version des Samplers 3 und in diesem die Patches nicht dabei. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne in Schwarz und Weiß. Dann haben wir die Halskette mit dem 187 Straßenbande-Anhänger. Die beiden Sticker, einmal quadratisch, einmal rund. Dieses kleine Fotoheftchen. Den Sampler 3 im DigiSleeve und natürlich das Album an sich inklusive Instrumentals im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, der Sampler 3 von der 187 Straßenbande. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 187 Straßenbande unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.